Hallo ihr Lieben, da bin ich. Heute mal mit einem ganz kleinen, kurzen Blitzvideo sozusagen. Also hier gibt es heute keine Review. Neue Crystal-Episode ist ja noch nicht, ist erst diesen Samstag. Und neue Figuren oder irgendwas habe ich auch noch nicht. Es geht hier eigentlich um zwei Sachen. Das erste ist ein paar Neuigkeiten, die wir letztes Wochenende in Bezug auf Sailor Moon Crystal erfahren haben. Und zwar, wer es noch nicht weiß, es ist jetzt offiziell bestätigt, viele haben es ja schon vermutet in der letzten Zeit, Sailor Moon Crystal wird in den 26 Episoden, die erstmal angesetzt sind, nicht nur den Dark Kingdom Arc abhandeln, sondern auch den Black Moon Arc. Also quasi die zweite Staffel vom Original-Anime Sailor Moon R. Das heißt also, wir werden den Black Moon Clan zu sehen bekommen, die vier Schwestern, Rubius, Emerald, Prinz Saphir, Prinz Diamant, Wiseman, Black Lei natürlich. Wir kriegen natürlich dann auch zu sehen, yeah, Chibiusa, super. Nein, ich werde jetzt nicht über Chibiusa lästern. Sie gehört ja dazu und ich sage mal, wenn ihr Charakter mehr so ist wie im Manga, was ich mal vermute, dann wird sie bestimmt auch erträglicher sein als im Original-Anime. Aber natürlich können wir uns dann auch auf die erste Outer Senshi freuen, und zwar auf Sailor Pluto, die ja im Black Moon Arc schon auftauchen wird. Und ich bin wirklich wahnsinnig gespannt, wie sie aussehen wird, also wie sie animiert ist. Ob ihr Kostüm so ist wie im Manga, also ob sie auch ihren Gürtel mit den ganzen Schlüsseln haben wird und so weiter. Ich bin jedenfalls gespannt. Also, schöne Neuigkeiten. Außerdem gibt es auch die Neuigkeit, dass im, ich glaube, Dezember ist es, also laut CD Japan ist es der 24. Dezember, erscheint eine Doppel-CD, und zwar mit dem Soundtrack zu Sailor Moon Crystal. Das heißt, wir kriegen endlich auch die ganze geniale Hintergrundmusik aus Crystal zu hören. Und ich werde mir die CD unbedingt kaufen. Ich bin ja eh ein Fan von Soundtrack-CDs zu Anime und ja, die wird definitiv gekauft. Ja, das waren die News zu Crystal und dann habe ich noch was anderes. Ich war heute in der Stadt, eigentlich um Klamotten zu kaufen. Hab aber nebenbei, bin kurz vorbeigelaufen bei Hugendubel, dem wunderbaren Buchladen, der bei uns auch Mangas hat. Und ja, konnte natürlich nicht widerstehen und bin reingegangen und habe Mangas gekauft. Und nicht besonders viele, ich stelle es immer vor. Und zwar habe ich hier einen Manga mit dem Namen Amero Paradox, was immer das auch heißen mag. Ich habe mir gleich zwei gekauft. Der Manga hat auch nur zwei Bände. Und da beide da waren, habe ich gedacht, so, ja, kannst du hier ruhig mitnehmen. Worum geht's? Ich lese am besten mal kurz, was hier hinten drauf steht. Der Überbegriff des Genres ist Boys Love. Also das ist Shonen Ai. Ich bin sonst ja eigentlich nicht so ein Fan von Shonen Ai Manga, aber das hörte sich ganz witzig an. Also ich lese nur mal kurz die Zusammenfassung vor. Journalist Onoe wird gegen seinen Willen in die Observationsabteilung versetzt, wo er mit dem Fotografen Kaburagi zusammenarbeiten soll, Onoes größtem Rivalen. Onoe gegen Kaburagis skrupellose Methoden gehörig auf den Zeiger. Und so geraten die beiden zunächst immer wieder heftig aneinander. Doch im Verlauf einer intensiven Zusammenarbeit können sich Gefühle ändern. Und dann steht hier noch spaßige und spannende Boys Love in zwei Bänden. Jo. Ich habe nur ein bisschen reingeblättert. Ich finde, ja, die Zeichnungen sind so ganz witzig. Und ich sag mal, mit einem Manga, der wirklich auch nur zwei Bände hat, ja, kann man nicht so großartig was verkehrt machen. So, wer das wissen möchte, Manga Egmont ist der Verlag, ab 16 Jahren. Und 7,50 Euro kostet ein Band, also 15 Euro für beide. Aber was soll's. Und dann habe ich wieder meinen absoluten Blindkauf getätigt. Und zwar ist das ein Manga von Tokyo Pop. Scissor Sisters mit Liebe, Schere und Magie. ich fand das Cover erst einmal schon irgendwie sehr, sehr hübsch. Und wartet nur mal, bis ich die Zusammenfassung hinlese.
Wir kämpfen für Liebe und tolle Frisuren. Woher kenne ich diesen Spruch? Egal. Momoko Kano, Friseurin in Spe, ist dermaßen tollpatschig, natürlich, dass sie kein Friseur einstellen will. Wen wundert's? Eines Tages landet sie in einem seltsamen Friseursalon, der von außen wie ein Schrein aussieht. Dort lernt sie 5 Schwestern kennen, die sich kurz darauf als die Scissor Sisters entpuppen. Denkt ihr auch gerade an diese Musikband, Scissor Sisters? Ja, wahrscheinlich. Die Kampftruppe wurde von der Regierung gegründet, und jetzt kommt's, um die Haare der Bevölkerung vor den Haarausfall-Aliens zu beschützen. Ja, ich finde, das klang so abgedreht und irgendwie so bescheuert, dass ich dachte, das musst du kaufen. Und wie ihr sehen könnt, der Manga ist auch noch eingeschweißt, weil da ist irgendwie eine I Love Shoujo Choco Card nur in dieser Erstauflage drin. Das heißt, ich konnte auch nicht reingucken. Das ist also ein totaler Blindkauf. Manchmal mache ich das, manchmal habe ich Glück damit, manchmal auch Pech. Ich bin mir noch nicht so sicher. Es hört sich auf jeden Fall sehr abgedreht an und da bin ich ja immer für zu haben. Wenn ich ihn gelesen habe, kann ich, glaube ich, gerne nochmal ein Review dazu machen. Ob es wirklich sich lohnt oder ob ich ja, die 6,95 € dafür in den Sand gesetzt habe. Wer weiß. Aber ich sag mal, das Cover ist schon irgendwie nett. Hier haben wir auch irgendwas für die Liebhaber von Anime-Manga-Jungs drauf. Ich warte einfach ab. Ich werde den Manga auspacken und lesen und dann werden wir mal sehen, was dabei herauskommt. Ja, das war mein kurzes Video heute. Also eine neue Ausbeute an Mangas und ein paar News zu Sailor Moon Crystal, die ich sehr, sehr klasse fand. Und bevor ich jetzt noch weiter sinnloses Zeug rede und nicht mehr weiß, was ich sagen soll, bedanke ich mich, dass ihr zugeschaut habt. Liked, kommentiert hier unten, schreibt mir alles Mögliche. Ich freue mich immer über jeden Kommentar, versuche auch alles zu beantworten. Und habe schon überlegt, vielleicht sollte ich demnächst mal irgendwie so eine Art Fragenvideo machen. Wenn ihr meint, das ist eine gute Idee, dann schreibt es auch da unten hin, lasst es mich wissen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns in dieser Woche noch in ein paar anderen Videos. Bis dann erstmal.